Das vorderösterreichische Villingen wurde immer wieder Ziel von Angriffen. Und bis heute ist die Bevölkerung stolz darauf, dass die Stadt nie erobert wurde. Ein Ereignis, das besonders stark in Erinnerung geblieben ist und von dem noch heute ein Kulturdenkmal zeugt, war die sogenannte Wasserbelagerung im Jahre 1634. Als die Stadt in die Wirren des Dreißigjährigen Krieges gezogen wurde, standen ihre Chancen nicht besonders gut. Die mittelalterlichen Verteidigungsanlagen waren gnadenlos veraltet und kaum geeignet, einem Angriff der schweren Artillerie standzuhalten. Die hochaufragenden Türme und Tore boten ein leichtes Ziel für Kanonen. Es glich fast einem Wunder, dass die Stadt gleich zwei Angriffe im Jahre 1633 erfolgreich abwehren konnte. Die erste davon, die sogenannte Winterbelagerung, verlief noch recht glimpflich, auch weil das harte Klima den Belagerern schwer zusetzte. Die darauffolgende Sommerbelagerung hätte aber fast das Ende bedeutet, nachdem ein großer Teil der Ringmauer am Rietor durchbrochen werden konnte. Hartnäckige Gegenangriffe der Villinger und eine schlechte Organisation auf Seiten der Angreifer waren die hauptsächlichen Gründe dafür, dass die vorderösterreichische Stadt erneut mit einem blauen Auge davonkam. Doch die Villinger waren keineswegs nur unschuldige Opfer. Ein Grund für die Belagerungen waren die wiederholten Überfälle Villinger Soldaten auf umliegende württembergische Gebiete. Auch das benachbarte Schwenningen hatte unter den marodierenden Truppen sehr zu leiden und ging im Februar 1633 sogar völlig in Flammen auf. Und so unternahm der junge Herzog Eberhard von Württemberg, damals erst 19 Jahre alt, im Jahre 1634 einen dritten Eroberungsversuch. Sein Heer stand unter Leitung des Oberst Georg Friedrich vom Holz und wurde unterstützt durch ein schwedisches Reiterregiment, das aber vor allem aus französischen Soldaten bestand. Nachdem konventionelle Belagerungstechniken im Vorjahr gescheitert waren, dachten sich die Württemberger und ihre Helfer diesmal eine besonders raffinierte Methode aus. Durch den Bau eines Dammes an der Engstelle zwischen Warenberg und Ölmühle sollte die Brigach gestaut und die Stadt unter Wasser gesetzt werden. Vorbild für dieses aberwitzige Unterfangen war vermutlich die Belagerung der niedersächsischen Festung Wolfenbüttel 7 Jahre zuvor, bei der durch den Bau eines Dammes an der Oker eine langanhaltende Überschwemmung verursacht wurde. Mehrere Wochen lang stand Wolfenbüttel unter Wasser. Die Mühlen und Backhäuser konnten nicht mehr betrieben werden, die Vorräte verfaulten, Häuser stürzten ein und eine Fortbewegung war nur noch mittels Kähnen möglich. Die auf diese Weise zermürbte und ausgehungerte Stadtbevölkerung musste sich schließlich ergeben, was bewies, dass der Bau eines Dammes durchaus zum Sieg führen konnte. Am 26. oder 27. Juli 1634 begannen die Arbeiten am Villinger Schwedendamm unter Leitung der Ingenieure Marx Eisenkrämer und Kilian Kesselbrot sowie des Bremer Zeugmeisters Friedrich Reichstädter, die insgesamt etwa 500 Schanzer und Fuhrleute zum Bau beschäftigten. Das Feldlager der Württemberger befand sich am Warenberg, von wo aus das gesamte Tal gut überblickt werden konnte. Mehrere Schanzen sicherten die Arbeiten, die schließlich am 24. August fertiggestellt wurden. Nun begann das Wasser der aufgestauten Brigach allmählich anzuschwellen. Doch die Villinger hatten keineswegs vor, tatenlos zuzusehen, wie ihre Stadt unter Wasser gesetzt wurde. In mehreren Ausfällen ritten sie den Eroberern entgegen, denen sie teils schweren Schaden zufügten. Zwar spotteten sie öffentlich über den Dammbau, doch die verzweifelten Gegenangriffe belegen, wie ernst man die Situation tatsächlich nahm. Die Hoffnungen richteten sich vor allem darauf, die Stadt lange genug halten zu können, um eine Rettung durch Verbündete vom Bodensee her zu ermöglichen. Obwohl die Dammbauer ihrerseits mit Schwierigkeiten zu kämpfen hatten, zum Beispiel was die Versorgung mit Lebensmitteln betraf, machten sie sich berechtigte Hoffnungen, dass das gewagte Unterfangen tatsächlich gelingen könne. Dann kam die Hiobsbotschaft. Bei der Schlacht von Nördlingen am 6. September 1634 erlitten die Schweden und Württemberger eine vollständige Niederlage. Der Herzog befahl den Rückzug und Oberst vom Holz verkündete seinen Truppen am 9. September, dass die Belagerung Villingens abgebrochen werden müsse. Das Feldlager wurde geräumt und in Brand gesetzt, der Schwedendamm unvollendet zurückgelassen. Zum dritten Mal war Villingen einer Eroberung entgangen. Aber wie ernst war die Situation wirklich? Wie weit war das Wasser bereits vorgedrungen? Der Sage nach war bereits der gesamte Süden der Stadt überschwemmt. Das Wasser habe bis zum oberen Teil der niederen Straße und damit fast bis zum Marktplatz gereicht. Zur Erinnerung daran stellte man an dieser Stelle 1711 eine Statue des heiligen Nepomuk auf, der als Brückenheiliger und Retter aus Wassernot galt.
Die Statue gibt es noch heute. Sie wurde vor einigen Jahren restauriert und befindet sich heute an der Ecke Martin-Luther-Straße, St. Nepomuk-Straße. Tatsächlich haben Berechnungen jedoch ergeben, dass die Stadt von einer Überschwemmung noch weit entfernt war. Der Damm war zu niedrig, um einen ausreichend hohen Wasserpegel aufzustauen. Bis zum Abbruch der Belagerung hatte sich ein Stausee mit einem Umfang von ungefähr 3700 Metern gebildet, der bis zur Schlachthausstraße reichte. Eine beachtliche Leistung, aber keine ernsthafte Bedrohung für die Villinger. Ebenso ins Reich der Legenden gehört die Behauptung, dass der Bremer Zeugmeister Friedrich Reichstädter, der die Dammbauarbeiten vor Ort leitete, gleich als einer der ersten von den Villingern erschossen worden sei. In Wahrheit starb er Jahrzehnte später friedlich in seiner Heimatstadt. Hier klaffen Fantasie und Wirklichkeit offensichtlich auseinander. Im kollektiven Gedächtnis blieb das Ereignis noch lange präsent. Es fand Eingang in Grimmelshausens berühmten Roman Simplicissimus und wurde später in einer Gemäldeserie für die Villinger Herrenstube vom Maler Johann Anton Schilling verewigt. Das dabei entstandene Belagerungsbild, das wohl auf ältere Vorlagen zurückgeht, ist im Franziskanermuseum ausgestellt und gibt eine gute Vorstellung von den damaligen Geschehnissen. Die noch erhaltenen Reste des Schwedendamms sind heute ein wichtiges Kulturdenkmal der Stadt Villingen-Schwenningen. Sie befinden sich am südlichen Ende der Niederwiesenstraße, kurz vor der Abfahrt nach Riedheim. In einer Höhe von 2 bis 3 Metern und über eine Länge von 285 Metern ist das Bauwerk heute noch erhalten, das ursprünglich eine Höhe von 4 Metern und eine Länge von etwa 600 Metern hatte und damit das ganze Tal in seiner gesamten Breite absperrte. Auch handelte es sich keineswegs nur um einen Damm, sondern um ein richtiges fortifikatorisches Bollwerk. Zu beiden Seiten war der Damm durch ausgebaute Schanzen gedeckt und zusätzlich von Westen vom württembergischen Lager her durch eine hohe Brustwehr gesichert. Im Vorfeld der Anlage befanden sich weitere Schanzen, die das gesamte Gelände sicherten. Obwohl von all dem heute nichts mehr zu sehen ist und die noch erhaltenen Reste des Schwedendamms eher bescheiden wirken, handelt es sich trotzdem um ein wichtiges und seltenes Zeugnis einer ungewöhnlichen Belagerungstechnik. Neben den im Franziskanermuseum und im Stadtarchiv aufbewahrten Relikten der Wasserbelagerung ist der Schwedendamm eine anschauliche Erinnerung an ein denkwürdiges Ereignis, an eine Zeit, in der die Villinger fürchten mussten, dass ihnen das Wasser buchstäblich bis zum Halse steht.